Ja, lieber Jakob, schön, dass wir die Gelegenheit haben, heute über dich und über dein Wirken und über deine Themen am ISB zu sprechen. Ich habe natürlich auch bei dir so überlegt, womit ich dich verbinde, und zwei Merkmale sind mir eingefallen beim Nachdenken. Einmal verbinde ich dich wirklich mit der Identität eines Organisationsentwicklers. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, womit ich dich verbinde, ist, dass ich dich stark erlebe in der Suche nach dem Neuen. Danke. Findest du dich da wieder in dieser Charakterisierung? Ja, auf jeden Fall. Also das Erste, was du gesagt hast, als Organisationsentwickler, ich denke, das ist was, wo meine Leidenschaft wirklich für schlägt. Und ich das relativ früh schon rausgefunden habe, in meiner ersten Stelle damals im Werk, als ich als Gesundheitsbeauftragter den Krankenstand senken sollte. Und ich gemerkt habe, immer zu den Einzelfällen, zu denen ich gerufen wurde, immer auf dem Weg dann zurück zur Personalabteilung, mir eigentlich immer die Frage gestellt habe: Mensch, was müssten wir denn tun, damit diese Art von Problem seltener wird? Und der zweite Teil, das freut mich, dass da eine Neugierde erlebt wird und ich tatsächlich immer auf der Suche bin, wie kann das Bewährte, das Wertvolle, das, ja, auch die Grundlagen, wie können die immer wieder so angepasst werden oder welche Aspekte müssen sie ergänzt werden, dass es in der jetzigen Welt, in der heutigen Welt, in auch zukünftige Herausforderungen bestmöglich erreicht oder auch nicht nur ankoppeln kann, sondern auch Antworten darauf zu geben. Und das finde ich sehr spannend. Da erlebe ich auch gerade, dass wahnsinnig viel passiert. Was ist denn dein heutiges Verständnis des sozialen Gebildes Organisationen? Wir haben ja unsere Formulierung als Organisationsentwicklung, Entwicklung menschlicher Systeme. Ich glaube tatsächlich, was wir immer wieder unterschätzen, ist die Wirkmächtigkeit von Strukturen, von Prozessen und dann natürlich auch, wie sich das in der Kultur widerspiegelt. Wir attribuieren doch gerne oder schreiben viel immer wieder Individuen zu und den einzelnen Verhalten und unterschätzen konsequent die Wirkmacht von dem anderen, dem, was man normalerweise mit Organisationen in Verbindung bringt. Und gerade dieses Zusammenspiel und dann aber auch grundlegende strukturelle Themen anzugehen und zu verändern und zu schauen, wie die dann wieder auf die Kultur wirken, das finde ich zurzeit extrem spannend und das hat sich. Ich glaube, das hat auch eine andere Nachhaltigkeit, wenn man an den Strukturen und Prozessen arbeitet, als tatsächlich nur mit einzelnen Personen. Und nochmal hier aufs ISB geguckt, in der Rolle als Lehrtrainer in den Curricula. Was würdest du da sagen? Was nehmen da auch die Curriculumsteilnehmer besonders von dir so mit? Was kriege ich denn so zurückgespiegelt? Ich glaube, die Teilnehmer bekommen mit, dass ich immer wieder darum ringe, wie man bestimmte Inhalte vermitteln kann, sodass sie anknüpfbar sind und obwohl nicht alles mit allem zu einem Megamodell verheiratet werden soll, schon Bezüge jeweils herzustellen. Das Zweite ist, dass ich schon gern den Dingen auch auf den Grund gehe und da auch an manchen Stellen ein bisschen penibel bin. Ich glaube, es gelingt mir ganz gut, meinen Erfahrungsschatz auch in die Lehrtrainertätigkeit einzubringen, also mit vielen Beispielen die Themen zu untermauern und auch mit den Beispielen, wo Dinge nicht funktioniert haben. Wenn man so auf deinen eigenen Weg, Lernweg guckt, was würdest du sagen, was sind da so Wegmarken für dich im Rückblick? Wesentliche Steps? Wenn man sagt, das Leben hat einem Lektionen erteilt oder im Leben gelernt, das würde ich für mich schon auch in Anspruch nehmen. Und meist habe ich dann aber davon auch was nutzbar machen können für mich. Und allein die Tatsache, wie ich zum Systemischen gekommen bin, hatte auch mit einer beruflichen Krise zu tun, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich zu weit entfernt von meiner ursprünglichen Profession und wollte da nochmal an die Wurzeln ran. Und das hat dazu geführt, eine dreijährige familientherapeutische Ausbildung zu machen und da wirklich an sehr grundlegende systemische Themen ranzukommen. Und ich habe dann, so bin ich ja dann auch zum ISB gekommen, unter anderem natürlich gesucht, wie können diese Konzepte jetzt noch besser in die Wirtschaftswelt ankoppelbar gemacht werden. Und habe dann halt hier noch Curricula belegt.
Was würdest du sagen, was nehmen jüngere Kolleginnen und Kollegen mit, wenn sie in den Curricula sind? So, was gibst du denen mit auf den Weg? Ich versuche immer zu vermitteln, dass es darum geht, seinen Weg zu gehen und alles, was wir hier lernen, als Angebote zu verstehen und nicht als Rezept, die eben immer wirken. Und dass die Angebote dann eben auch zu mir als Beraterpersönlichkeit passen müssen. Und dieser Passungsprozess rauszufinden, was passt eigentlich zu mir und wie möchte ich in der Beratung agieren, das treibt, glaube ich, jeden um, der in diese Profession rein möchte. Jetzt noch der Blick nach vorne in die Zukunft. Was ist deine Einschätzung, unsere Profession von Beratung, von Coaching in 10 Jahren? Wo stehen wir da? Was sind die Bewegungen, die du von heute aus skizzieren würdest? Also ich glaube, ein Teil des Menschlichen, des Menschorientierten, wirklich wesentliche Begegnungen zu ermöglichen und wirklich Menschen dabei zu helfen, als Menschen in Kontakt zu kommen und ihre auch beruflichen und wirtschaftlichen, praktischen, unternehmerischen Herausforderungen zu meistern. Ich glaube, das wird immer ein Beitrag auch von Beratung sein, im weitesten Sinne. Also da diese Settings, die Kontexte zu schaffen, in denen sowas möglich sein kann. Und ich glaube, unsere Welt wird sich auch stark digitalisieren und wir werden mit Medien, mit anderen Medien noch viel mehr arbeiten. Wir werden viel mehr erleben, dass sich Dinge nicht immer an einem Fleck und in einem Ort befinden, sondern dass sich Menschen hier was holen, da was holen, da was zusammengeht und es immer wieder darum geht, die Dinge so zu verknüpfen und zu konfigurieren, dass sie dann punktgenau für den Einzelnen, die Einzelne dann auch einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das wird eine Anforderung sein von Menschen beim Lernen, einfach mehr selbstgesteuert und selbst organisiert zu lernen und gleichzeitig dann aber auch wieder den Kontext zu schaffen, in dem Begegnung stattfindet, weil Lernen auf der Persönlichkeitsebene eigentlich immer ein Gegenüber braucht. Vielen Dank. Bitte sehr, danke dir.